Heute machen wir ein Ganzkörper-Workout, das dich komplett fordert und vor allem ist es sehr gleichmäßig. Das heißt, du kannst es jeden Tag machen, brauchst gar nichts anderes. Was gibt's Besseres? Hallo, liebe Freunde der Gesundheit. Wenn du mit diesem Workout wirklich erfolgreich fit werden möchtest, fit und schmerzfrei, ist ja unser großes Ziel, dann habe ich drei Regeln für dich, die du so ein bisschen im Hinterkopf behalten solltest. Regel Nummer 1, nicht mehr ist besser, sondern besser ist besser. Das heißt, versuch nicht das Ganze einfach so oft wie möglich oder so schnell wie möglich oder irgendwas zu machen, sondern versuch wirklich die Qualität nach oben zu schrauben. Das ist mir ganz wichtig. Und somit kommen wir auch zur Regel 2, mach es dir so schwer wie möglich. Was ich bei meinen Kunden immer wieder sehe, ist, ich korrigiere sie in die richtige Position und eigentlich fast immer zu 99,9% wird die Übung dadurch schwerer. Natürlich ist es nicht so leicht, sich selbst dazu zu motivieren, die Übung so schwer wie möglich zu machen, aber dadurch würdest du zumindest auf Nummer sicher gehen, die Übung auch besser zu machen. Es wird automatisch deine Übung besser machen. Und ganz wichtig, die dritte Regel, wenn du Schmerzen hast, dann mache unbedingt diese schmerzspezifischen Workouts, bevor du hier dieses Kraftworkout machst, damit du dein Problem endlich in den Griff bekommst. Wenn du fertig bist und es geholfen hat, kommst du natürlich gerne wieder hier zurück und kannst dieses Workout richtig mit Vollgas durchführen. Viel Spaß! Bevor es mit dem Video weitergeht, ein kleiner Hinweis. 87% unserer Zuschauer haben unseren YouTube-Kanal noch nicht abonniert. Wenn du also keinen Tipp mehr für ein schmerzfreies und vitales und leistungsfähiges Leben mehr verpassen möchtest, dann drück jetzt auf Abonnieren. Viel Spaß mit dem weiteren Video. Gut, ich würde sagen, genug gelabert, lass uns direkt loslegen. Eine Matte ist ganz praktisch, geht aber auch ohne und wir starten im Sideplank. Gut, Sideplank, Ellbogen unter der Schulter, du drückst dich schön weg. Die einfache Variante wäre mit dem unteren Bein abgewinkelt. Die schwere Variante ist natürlich beide Beine gestreckt. Wer das hinbekommt, der sollte bitte auch die Drehung, die ich gleich zeige, integrieren, weil nur dadurch wird das Programm komplett sozusagen und wir behandeln wirklich alle Muskelgruppen, die dazugehören. Und los geht's. Und kurze Pause zum Wechseln. Wir gehen auf die andere Seite. Gut, nächste Übung ist für den Rücken. Leg dich auf den Bauch und ganz wichtig bei der Übung, zieh den Bauchnabel ein und kipp die Hüfte in die Richtung, dass du rausgehst aus dem Hohlkreuz. Dann Beine und Oberkörper anheben und du ziehst die Ellbogen nach hinten oben und streckst dich wieder. Sehr schön. Auch das ist Geschäft.
Nächste Übung, die Liegestütze. Ich zeige es kurz von einfach nach schwer. Ganz einfach auf den Knien nur die Schulterblätter. Dann auf den Knien Liegestützen, so tief wie du eben kommst. Und die schwierigste Variante ist natürlich komplett ausgestreckt. Wir starten gemeinsam. Wenn du nicht mehr kannst, mach eine kurze Pause, atme kurz durch und steig direkt wieder ein. Versuch auf jeden Fall mal recht so lange wie möglich durchzuhalten. Und los geht's. Sehr schön. Und wir wechseln in den Stand. So, kurz die Matte zur Seite. Und wir machen die Standwaage. Die einfache Variante ist, du machst hier so eine halbe Standwaage oder du gehst komplett nach unten. Du kannst die Arme strecken und du kannst, wenn du nach oben kommst, sogar noch einen kleinen Sprung machen. Das wären vier Varianten. Ich zeige natürlich die Schwere. Ich möchte mir ja keine Blöße geben hier. Und wir legen direkt gemeinsam los. Und direkte Seitenwechsel. Sehr schön. Und die letzte Beinübung und dann haben wir es auch schon geschafft. Ausfallschritt. Wichtig, die richtige Schrittlänge ist, wenn du unten bist, ungefähr eine Hand breit ist Luft zwischen Knie und Ferse. Und die zweite wichtige Regel ist, dass du vorne bleibst mit deinem ganzen Gewicht. Und zwar auf der Ferse, um genauer zu sein. Okay. Einfache Variante wäre, du gehst einfach hier mit mir gemeinsam hoch und runter. Die Schwere ist, du baust hier unten beliebig viele Federungen ein und machst sogar noch einen kleinen Hopser, wenn du wieder nach oben kommst. Alright, los geht's. Und Seitenwechsel. Safe.
Okay, gut, geschafft. Du merkst, ich komme auch ganz schön außer Puste, weil natürlich kann man das Workout so anpassen, dass es für jede Intensität passt. Wenn du richtig was davon haben willst, wenn du richtig Fortschritte machen willst, dann mach noch eine zweite Runde. Schnauf jetzt kurz durch, spul zurück. Wir machen dir auch eine Sprungmarke rein und dann das Ganze gleich nochmal. Oh, nee. So, dieses Training war jetzt wirklich ganzheitlich. Das heißt, wenn du wirklich Fortschritte machen willst, dann konzentriere dich für eine gewisse Zeit auf dieses Workout. Mach es auch 2 bis 3 Mal die Woche. Und wenn du es dann wirklich mal 1, 2, 3 Monate durchgezogen hast, wirst du richtig ordentliche Verbesserungen bemerken. Und dann hast du es dir auch verdient, dir aus unserer Playlist hier mit unseren ganzen Workout-Videos ein anderes auszusuchen und dich dann an dieses Workout zu heften und eine ganze Zeit lang dort dabei zu bleiben. An Regenerationstagen kann ich dir empfehlen, mach dieses Mobility-Workout, um deine Muskulatur auch schön geschmeidig zu halten. Und ich gehe jetzt erstmal ein Wasser trinken. Dein Sven von Sano Gym.